Und der nächste nochmal auf dem kompletten Flug. So. Hallo, ist hier jemand? Kuckuck. Das ist hier niemand, ne, unterwegs. Das ist aber nur ein Hohn hier. Oh, da hinten höre ich einen Gefallenen. Hoppala. Und das war's auch schon wieder. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, für die Gefallenen hier kann ich echt nichts dafür, ne? So. Weg da, die Luzi. Da haben wir auch wieder ganz viele Leute hier. Die haben einfach Probleme, ne? Die haben Probleme hier. Und die Nase läuft auch wieder. Und ich bin leider aber Gottes krank. Also so halbwegs, ne? Also es dreht sich hier ein bisschen durch. Oh. Nö, ist schlechter. Aus Diablo 3 habe ich gelernt, das muss, darf man nicht verkaufen, sondern in verwerten. Dass man vielleicht bessere Rüste. Oh, was ist denn das für einer? Oh shit. Den hast du wohl nicht alle, ne? Warum soll ich einen Heiltrank nehmen, wenn ich nichts habe hier? Wenig Leben. Ja, wo wenig Leben? Ich habe auch fast voll die Hütte hier. Egal. Gibt's hier hinten irgendwas? Das ist ein Schamane, der nehmen wir offenbar nicht los. Oder doch. Ich will mal den, den linken Stick. Oh, eine Keule, cool. Ich will mal den linken Stick hier reinrücken. Okay, da haben wir's. Also, wir haben jetzt das Ding verbessert, aber wir benutzen natürlich Schwert, ich Depp, ne? Aktuell das Schwert und wir haben auch geskillt darauf. Von dem her. Wir haben da die besseren Waffen für, Zweihand, ne? Aber Einhand. War natürlich noch nicht. So, haben wir hier irgendwelche? Wir haben ja niemanden mehr. Und warum hängt der wieder da rum, ne? Also es ist doch nicht zu fassen. Die hängen halt alle nur rum. Was soll da los sein? Und es ist, schon 23 Uhr. Naja. Wie soll es auch anders sein? Da hinten ist noch ein Lebensbrunnen oder sowas, sehe ich gerade, ne? Da ist er. Aber benötigen wir eigentlich aktuell nicht. Es geht eigentlich sehr, 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 sehr gut. Das war nichts tun, ne? Ist eigentlich schon geil. Oh. Würde mich echt noch Wunder nehmen, was denn hier hinten ist. War das hier, was hier war? Komm, wir rennen noch mal da hinten hin. Ich will aber wissen, ob das jetzt so gesehen. Ich muss warten. Ja, warten ist es gut gesagt. Ach, guck mal, noch Kisten hier. Ob das jetzt eine falsche Entscheidung von mir war, dass wir da hinten jetzt nicht hingegangen sind oder ob jetzt doch den richtigen Weg von Anfang an gegangen sind oder halt eben das Ganze nicht gut gemacht haben. Ich will das alles abklappern, ich will alles einnehmen, das ist ja, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, ich muss alles mitnehmen, alles komplett. Ups. Jojo, verlassen die Hallen. Ist alles in Ordnung. Wir gehen jetzt nach oben hier. Und gucken mal, ob da was ist. Ach, Skeletons. Die können sogar wegrennen. Die sterben logischerweise, weil man Schaden pro Sekunde hat. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht.
Upsa. Stufe 4. Oh je, so, Mach keinen Unterschied, aber hier. Immer mal Rang erhöhen, haben wir 2 von 5. Was erhöht das Leben? Warum? Ich muss warten. Warum hat die erhöht? Warum haben wir erhöhtes Leben? Skelett noch mal, das sind doch nicht so fast hier. Ich komme langsam echt gut klar mit der Steuerung. Dachte früher, das geht nicht mit Diablo und aber so? Boah, was das schneller ist, ne? Schließlich ist der Kreis hier wieder, ich glaube schon, ne? Das ist ein Durchgang hier. Jupp. Ah, hier ist nochmal jemand. Das ist der Hauptmann. Das ist überhaupt super, ey. Echt wie gut. Warte mal kurz, ich muss eventuell Sound. So. Eventuell ein bisschen besser, ne? Haben wir jetzt. Jo, das war ein Kreis. Okay. Und Bums. Das war aber auch gut, ne? Okay, okay, alles klar. Hier, was war das? Och, schade, können wir nicht zerschmettern. Und meine Nase, die läuft und läuft und läuft. Ich weiß gar nicht, wohin die laufen will die ganze Zeit, ne? Das ist die andere Frage. Wohin wollen diese Nasen immer gehen? Offenbar nicht zu mir. Fünf Sekunden, naja. Haben wir schon besser gemacht. Hinten gab's nichts, ne? Nein. Also haben wir schon hier, ne? Haben wir schon alles ausgemistet. Alles schon weggelutscht. Das klingt irgendwie ganz komisch. Auch hier können wir die zerstören. Das ist halt ja irgendjemand immer wieder einsetzen müssen. Irgendjemand hat ja jede Block hier irgendwie gesetzt, gemacht, getan. Ja, was soll das? Warum macht man das so laut hier? Nein. Oh, Kacke. So. Ist es jetzt wirklich bei 50% oder? Ach, egal. Nee, so. Das wollte ich. Jo, 50%. Okay. Ah, halt also auch. Also. Kann man auch so mitnehmen. Einfach mal links liegen lassen, ne? Ey, was sie alles mal gesehen? Was ist denn hier für ein Exorzismus betrieben worden? Ich will es gar nicht wissen, ehrlich. Oh, man kann hier hoch. Nein, man kann nicht hoch. Schade. Oh, Kacke. Okay, hier kann man alles ablaufen. Da ist ein bisschen Wasser, da ist irgendwas, aber nichts für uns. Okay. Ach so, das ist der Priester. Oh.
Hoppala. Ich bin noch nicht bereit. Warum nicht? Dann werden wir mal hier guter Dinge mal. Oh. Nö, ist mir das wurscht hier. Oh, er war das eine Rauch, der Kollege. Das ist ein bisschen doof. Der schaut mich nach hinten. Ups. Der lässt auch die Sachen fallen, ne? Hallo, du bist jetzt gleich tot. Innere Dunkelheit. Warum kriege ich so viele Lebensdinger? Quest abgeschlossen. Oh, gut. Oh, ho, ho, ho. Was ist denn das jetzt wieder? Also das kennen wir ja, aber das hier. Was tötet Monster um? Oh, Mann. Ach so, um noch zusätzliche Sachen freizuschalten. Okay, sehe ich ein. Ach, jetzt haben wir ein zweites. Okay, jetzt haben wir ein zweiten Ding. Machen wir so. Den weisen wir jetzt aber dazu, ne? Heißt also so und so. Okay. A und X sind so gesehen unsere Grunddinger. Der Rest ist LT, ne? Also hinten hier. Unten, oder? Ist gerade komplett doof. Ja, logisch, ja, unten. Man muss immer laufen. So. Und hier oben und dann der ja noch. Wow. Ach, weiß Leben ist nicht der. Oh. Macht doch Sinn. Okay. Da will man. Tiger des Frostgehäus. Ach, wir klettern jetzt nach oben. Oh, eine gute Sache. Also, ich will wieder nach unten. Hier ist es unangenehm kalt. Ja. So ein Beinschutz wird mir jetzt auch nicht helfen, ehrlich gesagt. Oder? Ist besser. Naja. 1826 plus 4. Ja, immerhin. Rainer, die Luzi. Ist besser. Nein. Ist besser. Okay. Rückkehr eines Helden. Hier schneit's aber auch immer, ne? Okay, wir sind in der Stadt. Und mit Vani müssen wir jetzt sprechen. Da machen wir natürlich gerne mit mal kurz hier. Kaufen, verkaufen. Warte mal kurz. Okay, da können wir also wirklich das Ganze verkaufen oder verkaufen. Okay, jo. Die alten Ruinen sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht! Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Mm. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Was jetzt? Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft. Bleibt und auf ein Getränk. Spült den Eintopf damit herunter. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Auf unsere Retterin.
Okay. Beim Blut der Mutter. Beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Bevor ihr sterbt. Ist noch nicht so weit. Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Da! Ergreift sie! Möge das Licht uns schützen! Verlorene Seelen! Ihr alle! Was ist jetzt los? Das sind einfach Leute, die hier... Oh mein Gott. Das sind einfach Leute. Assis hier. Wollen wir es einfach mal mitgehen lassen. Angezogen. Vanni und... Die haben mich einfach alle niedergemäht, ne? Das ist assig hier. Seid ihr gesegnet, wie wir? Wie es, weil du tot bist? Das waren alle, wenn es das Licht so will. Naja, offenbar nicht, ne? Hätte auch schief gehen können. Oh mein Gott. Oh, das ist... Es ist aber ganz komisch hier, ne? Jetzt ist gut. Sehr komisch, die ganze Soße hier. Okay, weiter geht's. Entschuldigung für die Pausen hier. Okay, wir müssen mal sprechen mit Josef. Okay, machen wir hier. Was ist denn das für einer, der uns eigentlich gerettet hat? Wahnsinnig. Diese Ketzer haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Genau wie euch. Ich kam wieder zu mir und floh. Ich versuchte, in die Kapelle zu gelangen, aber sie war verschlossen und... Welch Übel ist das? Blüten? Aus Blut?
Sie müssen sie mir gegeben haben. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren? Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Diese Frau, die sie angeführt hat, könnte den Schlüssel haben. Wirklich. Sauber, haben wir das. Echt gut. Und nun? Ah, 4 von 7, Belohnung des Helden. Okay, cool. Hier können wir aber nichts tun. Okay. Ja, muss auch richtig, den richtigen Weg gehen, ne? Gibt's hier jemand noch? Schade, eigentlich ein gutes Dorf sein können, das uns hier hilft. Aber so, nein. Die Kapellentür entriegeln mal kurz. So geht das nämlich. So wie die, die mir eingeflößt wurden. Ist das echt? Muss ja eigentlich echt sein, ne? Schändlich. Unser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ihr zecht und zockt. Ihr begehrt und stehlt. Schändlich. Sünde ist ihr Geburtsrecht. Meine Kinder, die Herrscher der Hölle, wollen unsere Welt verschlingen. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Sprengt eure Ketten und erblüht in freiester Sünde. Widersteht ihre Versuchung! Barney, ich bin es. Ich habe euer Kind in diese Welt gebracht. Geh zur Trockensteppe und setz deine Vorbereitungen fort.
Nun beginnt unser wahres Lernen. Da haben sie ja Spaß, ne? Zusammen. Oh, Jemine. Ihr seid zu euch gekommen. Dem Licht sei Dank. Ja, generell, ne? Ihr seid dort drin zusammengebrochen. Ich dachte, die Dunkelheit hätte euch verschlungen. Ich habe euch hierher geschleppt und diesen verfluchten Ort niedergebrannt. Was ist euch dort zugestoßen? Ich sah eine Vision. Ein gehörnter Dämon. Sie sagte, die Herrscher der Hölle nahten heran. Sie wollte den Menschen dabei helfen, zu überleben. Helfen? Sie nannte sie ihre Kinder und sie begrüßten sie wie eine Mutter. Mutter? Nein, das kann nicht sein. Ich muss der Kathedrale Bericht erstatten. Hör zu, im Osten befindet sich ein Eremit, ein Mann mit fragwürdigen Loyalitäten. Aber er kennt das Verbotene. Er könnte nützlich sein. Bringt ihn zur Kathedrale in Kyovashat. Dann werdet ihr die Gunst des Lichts erhalten. Entschuldigen Sie, ich musste kurz mal genau meine Nase pudern und Klo war auch noch ich da, ne? Ich habe den Dorfpriester gesucht. Er hat keine Zehntabgaben mehr geschickt und ich wollte wissen, warum. Als ich mich dem Dorf näherte, spürte ich eine Dunkelheit rund um die Ruinen. Also sah ich nach. Ich fand die Leiche des Priesters. Dämonen. Dumm wie ich war, suchte ich Zuflucht in Nevesk und aß ihr Essen. Den Rest kennt ihr. Ja, kennen wir wirklich. Wer ist die Mutter? Nennt sie nicht so. Sie ist ein Dämon, Lilith. Wie jetzt? Die Predigten sagen, dass sie sich als Mutter von Sanctuario ausgeben wird. Wenn sie hier ist, dann war es die Sünde der Menschen, die sie hergeführt hat. Okay, und wer ist dieser Eremit, der Kollege da hinten? Er umgibt sich mit dunklem Wissen. Seid vorsichtig und betet, dass er nicht auch Lilith zum Opfer gefallen ist. Ich hoffe nicht, ne? Findet die Hütte des Eremits. Währenddessen wir hier natürlich alles auseinandernehmen, ne? Nochmal ist ein Bark. Okay, ging eigentlich sehr gut. Niemand mehr hier, ne? Nehmen wir einfach so. Oh, Kohle. Und können wir hier durch? Nein, wir können da nicht rein. Okay. Dachte vielleicht, ja, wir können da eventuell ja durch. Nö. Kohle. Nö. Nein, da geht's definitiv nicht weiter. Das war die falsche Seite. Generell gesehen. Aber hier oben, hier geht's wahrscheinlich durch. Jupp. Ist auf jeden Fall eine Straße, die wir echt gut befahren können oder so. Keine Ahnung. Diverse Vorteile. Oh. Yeah. Was kriegen wir hier? Anlegen und das noch nicht haben? Warum nicht? Nö, machen wir nicht. Und hier ein Keller? Na klar betreten wir den Keller. Was sonst? Wäre doof, wenn nicht.
Hier ist mal gar nichts los, ne? Also nichts hier. Nichts los in der Hose. Ja. Oh. Skelettmann, und den geht auch noch ein Kram hier. Der Behälter hier. Dann haben wir aber den Kerl abgeschlossen, ne? Nehme ich mal an. Oh, weg da. Weg da! Oh. Okay, nochmal. Ich würde natürlich heute noch bis 23 Uhr, bis diese 0 Uhr hier sein. Und danach gucken wir. Also will ich schon noch heute ins Bett gehen, sag ich mal so. Das wäre schon irgendwie mein Ziel, generell gesehen. Ey, wart, bitte sehr. Ups. Der flog jetzt einfach so um, oder wie? Habe ich jetzt das War ich es, dass wir aber das Ganze so gemacht haben? Kann ich denn nicht noch irgendwie heilen? Ich glaube nicht, ne? Das wäre irgendwie zu schön, um wahr gewesen zu sein, wenn wir den wirklich noch heilen könnten. Aber ich glaube, das unterliegt nicht mehr meinen Möglichkeiten hier. Des Spiels. Hier irgendwie noch was zu reißen. Ach stimmt, da oben, ich wollte da oben noch hin, ne? Ich depp mich wieder ganz, der ganze Lost hier. Kohle! Ich liebe es. Kohle! Oh, war mal kurz, ein Kind meckert vielleicht. Sorry. Oh, hat sich wieder umgedreht, glaube ich. Ich hab nämlich auch mit Lautsprecher. Ich glaube, es hat sich einfach nur gedreht, das Ding. Also, eines der Kinder natürlich. Mehr nicht, glaube ich, so zumindest. Schwere Stiefel. Anziehen. Oh, aber nichts. Nein, 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 nein. Ein hohler Baum. Was ein Wag. Ach, hier unten noch. Nee, dann gehen wir noch. Ach nee, das haben wir gemacht, genau. Den Untergang der Geweihten haben wir, glaube ich, gemacht. So, ein Behälter hier. Aber Behältnis hier. Schrei des Schutzes. Oh. Na dann haben wir hier offenbar wieder ein. Oh, wir sind sogar schneller hier. Cool. Sind wirklich sogar schneller in der Umgebung und können auch eventuell schneller reagieren. Das ist aber mal interessant hier. Okay, dann gut, dann heilen wir uns noch kurz eine Runde. Passt schon irgendwie, ne? Nö, wollen wir hier nicht. Oh, jetzt ist es schon zu Ende hier. Naja. Schon alle tot, das gibt's doch nicht hier. Mama mia. Kohle. Großer Stein, eine Truhe. Auch nicht schlecht. So. Wieder mal ein Behältnis. Okay, da ist noch so irgendwas. Hey!